Recht herzlich willkommen zur 114. Folge von Simotrans. Ja, ich bin ein bisschen erkältet und ich gehe auch von aus, dass das hier eine relativ kurze Folge wird, weil es geht mir dann tatsächlich nicht so gut. Und ja, dann müssen wir das mal verlegen auf nächstes Mal, dass wir wieder eine volle Version haben. Wer mag mich hier irgendwie nicht gerade, der LKW? So, jetzt haben wir ihn wieder. Den wollten wir noch beobachten, meine ich. Ach ja, wir klicken tausendmal jetzt daneben. Läuft, ne? Der hat 11 von 80 Säcke dabei, fährt von Adenau nach Radolfzell, glaube ich. Ich weiß aber nicht, nach Döbeln auch noch. Könnte sein, ne? Müssen wir mal gucken. In Döbeln hatten wir noch einen zweiten Bulli hingeschickt, oder? Ah ne, der fährt nur bis Dingens. Wie heißt es? Bis Radolfzell, der LKW. Das ist hier der zweite wohl. Ne, wir haben zwei auf der Strecke. Okay. Aber hier fahren intern auch noch zwei Bullis, meine ich. Weil wir ja nachher beim Postladen vom Schiff. Ich habe glaube letztes Mal Schiff zum Bulli gesagt, ne? Das lief schief. So, da sind die zwei Bullis. Die beiden haben das letztes Mal ganz gut gemacht, ne? Er hat jetzt 14 hier drin, nur wenn das Schiff anlegt, was von Floto, glaub, kommt. Dann wird das hier ein bisschen voll werden mit der Post, ne? Deswegen haben wir da jetzt zwei Wagen drauf. So, 14 Kuh, der hat hier schon 30 eingepackt. Die nimmt er nämlich jetzt hier weg, glaube, ne? Ja. Und bringt die zum Hafen im Endeffekt wahrscheinlich, ne? Mal gleich mal gucken. So, ich weiß aber auch nicht, wo das Schiff ist. Hatten wir doch schon geholt, meine ich, ne? Na, das ist ein Heißluftballon. Dann muss hier irgendwo noch rumfahren. Oder ein Floto. Oh, hier ist die Sackgasse. Da unten fährt's. Das kommt mit 34 an, ne? Genau so ist es. Entschuldigung. Ja, gut. Das müssen wir dann beobachten, alles, wie es läuft, ne? Er bringt drei Sack Post wohin. Okay. Ach so, das war ja der Doppelten. Der eine hat 95, der andere hat 3. Okay. Wo liefert er jetzt ab? Am Markt? Ja, ne? Ja. Aber da liefert er nicht ab und kriegt auch nichts. Fährt weiter. Nach Adenau keine Post. Aber von Adenau nach Radolfzell gibt es Post, ne? Ja, der ist schon hier. Aber es gibt auch welche, die über Döbeln die Post verschicken und das sind 27. Okay. Ist der jetzt hier lang abgebogen, ne? Ne, steht gerade hier, alles klar. So, noch 29 sagt Post. Läuft soweit, ne? Irgendwann kommt das Schiff auch an. Was machen die beiden Bullis? Einer drinne, das ist noch alles gut. Ich weiß nicht, wie wir hier noch warten. Der holt das jetzt aber gerade, wenn. Null, aber ich glaube, er ist noch auf dem Weg nach da, deswegen null. Und der kommt ja gleich von da wieder, fährt dahin, dann könnte sich die Zahl ändern, ne? 30 Sack passen rein. Und keiner drinne. Und fährt jetzt leer zurück bis zum Wechselpunkt. Ich weiß nicht, wie viel noch da ist. Er wird jetzt hier aber auch gleich in der Nähe irgendwo sein schon. So, jetzt kommt's drauf an und vollgeladen, ne? Ja, da haben wir schon das Problem. Na komm, klick mal die Bushaltestelle an. Da warten noch 7 Sack Post. Ja. Ja, lass mal doch noch offen hier. Aber da kommt schon der Postwagen. Da haben wir gleich das Problem, ne? Da ist schon einer mehr geworden von selber. Noch einer, zwei, also. Oder hat keiner abgeliefert? Weiß ich nicht. Kann auch sein. Ja, der hat abgeliefert, ne? So, jetzt sind da 44. Der LKW fährt schon wieder weg und die Bullis können holen. Er kommt mit 0 zurück. Ja.
Müssen wir mal schauen, wie es läuft, ne? Wo ist das Schiff? Noch weit weg. Der ist da. Fährt jetzt wieder weg. Ne, das war der. Hat jetzt 30 geladen und 14 sind noch da. Der ist auf dem Weg zum Hafen, ne? Ja. Dann lädt er gleich. Der fährt natürlich nach hier unten erst hin. Da ist ja noch ein Halt. Das ist der. Ist aber voll, kann also nichts machen. Das gestaltet sich jetzt schwierig mit der Bedienung dieser Linie, ne? Die Post in der Stadt bleibt vielleicht liegen. 147, 21. 14 Post. So, wer fährt wohin? Er könnte jetzt vielleicht, ne, oder? Doch, biegt jetzt gleich links um die Ecke. Ne, biegt nicht um. Das ist da oben. Vertue ich mich oder sehe ich jetzt drei Postbullis? Ich vertue mich, glaube, ne? Ja, die sind beide nacheinander, sind aber, glaube ich, nicht auf der Strecke auf der gleichen Stelle. Ja, hier drei Busse nacheinander, da macht es auch irgendwie nicht Sinn, ne? Aber 68 sind da schon drin. Und der zweite ist auch vollgeladen, ne? Also passt das doch. An der Haltestelle stehen immer noch 181. Allerdings sind davon, na, 108 noch eine Adenau, ne? Und 17 über. Wow, wow, wow. Ein Bus zu wenig, oder wie soll man das sagen? Ja, gestaltet sich schwierig. Also die beiden sind unterbeschäftigt. Dieser verdient viel Geld, der dafür weniger. Hier ist jetzt beim Kloster. Der hat gerade abgeliefert, ist jetzt voll, oder? Ne, 17. Der hat nur noch die 17 mit. Jetzt ist die Bushaltestelle leer dann, ne? Na, okay, einer ist wieder nachgekommen. Aber insgesamt gesehen ist die Bushaltestelle in diesem Moment leer. Jetzt ist die Frage, wann kommt der nächste Postwagen? Okay, der ist noch weiter Flur. Das bedeutet, da gibt es dann auch Zeiten, wo der Bulli geladen werden kann, ne? Also intern. Okay. Schauen wir mal. Warte auf freier Strecke. Okay, das ist der Bus, weil da irgendwo eine Zeit eingestellt ist, ne? So, wie weit ist das noch? Ah, kommt gleich schon an. So, wie viel haben wir denn hier angeliefert? Ja, super, ne? Schiff kann 220 und wir haben schon 211. Ist gleich voll. Ja, das spricht dafür, solange wie das fährt, dass da gleich ein zweites fahren kann, ne? So, das ist jetzt nur die Döbelnlinie, ne? Nur jetzt liegen da schon 19 für Floto, ne? Und solange wie der hin und her fährt, ne, weißt du Bescheid, oder? Ja, kannst du gleich schon noch ein Schiff draufbauen. Los geht's, oder? Na, müssen wir mal Karte größer ziehen. Da oben hin. Dahin. Und ja, ich glaube, das ist es, aber ich wähle lieber mal Post aus, ne? Oder was Falsches haben. Ja, hier ist auch einer hinter, ne? 15 Sack. 220, okay, brauchen wir nicht drüber reden. Ist ein Platzhalter, oder? Oder ist es eine Flaschenpost? Und Döbeln Floto. Also diese Linie. Und kannst du starten. Jetzt ist die Frage, wo sollte der zuerst hinfahren? Ah, ist egal, wo der zuerst hinfährt, denke ich. Selbst wenn er erst nach Floto fährt, ist er wahrscheinlich eher da in Floto wie der hier und dann kommt er schon hin. So, er steht jetzt wo? Ach, er wartet jetzt auf die Beladung von irgendwie 5% oder sowas, ne?
Warte, noch freie Strecke. Der Bulli fährt jetzt, alles klar. Ja, das müssen wir aber so lassen, ne? Ja, das läuft. Das Ding können wir zumachen. Der ist schon erklärt. Das sind ja nur noch 10 Postsachen, die da fehlen, ne? Und diese LKWs sind mit 38 beladen. Also der fährt ja sowieso seinen Plus schon ein und wird auch mehr. Wir hatten eben 1,5, jetzt haben wir 1,7. Er hält sich immer noch irgendwo bei zwischen 200 und 300 auf. Tendenziell neige ich dazu, dass der auch irgendwann mehr haben wird und dann auch ins Plus fährt. Ja. Ja. Der macht plus 17 und 11. Das sollte laufen, oder? Schiff haben wir noch eins mehr aufgesetzt. Was wollen wir noch machen? Ich glaube, das war es erst, oder? Gucken wir uns nächstes Mal dann nochmal an, wie es mit der Post hier ist. Und wenn das kontrolliert ist, können wir ja noch, ich glaube, da haben wir noch nichts mit Post, ne? Das müssen wir dann noch hier oben vielleicht mal einmal angehen. Und da weiß ich aber noch nicht, wie wir das mit der Post machen. Ob wir die per Schiff dann rüberfahren oder wir fahren die nach Riedenburg. Aber in Riedenburg, hier oben gibt es überhaupt noch keine Post, glaube ich, ne? Das haben wir alles noch vorgelassen. Ja, das müssen wir dann nächste Runde überlegen. Gut, dann sage ich aber erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.